Servus. Ich komme aus der Oberpfalz. Das ist eine Gegend in Bayern, die nicht so perfekt ist und so reich wie der Rest von Bayern. Und deswegen bemüht sich die Staatsregierung wahnsinnig, uns geheim zu halten. Aber Söder, schau her, ich bin jetzt da und ich sag's alle. Und ich höre eigentlich allem nicht so perfekt. Also nicht so perfekt wie die restlichen Frauen, wie man sich so die bayerischen Frauen so vorstellt. Es muss immer alles perfekt sein. Und obwohl die Welt immer abgefuckter ist und immer schlimmer, müssen wir alles immer noch besser verkaufen. Und ich merke das besonders im Kindergarten von meinen Kindern, weil das hat jetzt in der Oberpfalz Einzug gehalten, diese Perfektion. Und die anderen Mütter, die sind einfach immer perfekt. Die Mama von der Emalia, das ist ein seltener Name, eine Mischung aus Emma, Amalie und Emalschüssel. Und die Mama von der Emalia, die lacht um 7:30 in der Früh schon aus Instagram raus, als hätten sie eine Packung Koks in ihr Müsli reingeschüttet. Die regt mich so auf mit ihrer Perfektion, da würde ich am liebsten mit dem nackerten Arsch ins Gesicht reinspringen. Mach ich aber nicht, bin gut erzogen. Meine Oma, die hat immer zu mir gesagt, Mädel, wenn dich jemand so richtig aufregt, dann musst du die Person immer erst einmal eine ganz wichtige Frage fragen. Bist du besoffen? Ja, weil die Oma hat gesagt, mit besoffenen Leuten diskutiert man einfach nicht. Das müsst ihr beim Heimgehen mal ausprobieren. Das ist einfach so. Aber was die Oma nicht gewusst hat, das ist, dass später ja Social Media gegeben hat. Und ich kann ja jetzt nicht ständig jeden Hasskommentator oder jede Hasskommentatorin fragen, ob es nicht vielleicht schon 4 Weißbier im Gesicht hat. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt, wo die Welt immer schlechter wird und Instagram wird immer perfekter und Facebook immer abgefuckter, da habe ich mir überlegt, ich mache einen Rückzug ins Analoge, so wie meine Oma. Und am Wochenende habe ich jetzt immer das Handy ausgeschalten, auch schon vor der Pandemie, und bin dann am Samstag immer auf Hochzeiten gegangen. Aber dann ist die Pandemie gekommen, okay, es war ein bisschen ein Segen, aber dann habe ich plötzlich nichts mehr zu tun gehabt, so analog. Und dann bin ich immer so bei uns im Dorf, also da gibt es bloß einen Platz, das ist vor der Pfarrkirche, da bin ich immer so rumgelungert, habe gewartet, bis was geht, und dann waren halt nur Beerdigungen und habe mir gedacht, warum nicht. Und dann habe ich festgestellt, wenn man den traurigen Grund von einer Beerdigung mal wegkürzt, dann muss man sich eigentlich auf einer Beerdigung viel weniger stressen wie auf einer Hochzeit. In einer Beerdigung halte ich diese furchtbare Welt viel besser aus, in so einem traurigen Umfeld. Beerdigungen passen viel besser zu meiner derzeitigen Stimmung. Auf Beerdigungen kann ich einfach mal 2-3 Stunden in Ruhe weinen und keiner findet das komisch. Auf Beerdigungen bin ich einfach froh, dass ich nur da bin. Auf Beerdigungen, da muss ich keine Einlage machen und wenn, dann ist es wurscht, wenn keiner lacht. Auf Beerdigungen, da ziehe ich einfach immer dieselben schwarzen Klamotten an und lasse die Tränen laufen. Auf Beerdigungen ist Essen immer solide, gemischter Braten für Vegetarier, Käsespätzle. Veganer gibt's nicht, die Kreise sind so gesund, da wird noch nicht gestorben. Auf Hochzeiten gibt's da immer irgendwelche Experimente, Kutteln, thailändische Art, Lieblingsessen der Braut. Danach ist das sauschlecht, da musst du in so eine Fotobox reinsetzen mit so einer riesen Plastikbrille am Gesicht. Unfassbar originell, hat noch nie jemand gemacht. Das ist mir alles auf Beerdigungen noch gar nicht passiert. Auf Beerdigungen, da gibt's keine Leichenfotobox. Auf Beerdigungen, da gibt's auch keine Sargentführung. Ja, und auf Beerdigungen, da gibt es ja kein Blumenkranz werfen, wer als Nächster dran ist. Auf Beerdigungen, da erwartet man überhaupt nichts von der Stimmung. Und trotzdem war ich schon auf sehr viele Beerdigungen, die wesentlich lustiger ausgegangen sind wie manche Hochzeiten. Zieh mal so eine besoffene Braut runter vom Bandleader, was da los ist. Und außerdem sind Beerdigungen immer dann aus, wenn ich müde bin. Da fangen ja moderne Hochzeiten erst an, da fangen sie erst mit dem Brautwalzer an, weil sie vorher stundenlang Fotos machen für Instagram, Braut und Bräutigam. Auf Beerdigungen, da gibt's kein Instagram, da gibt's kein Selfie vor der Aussegnungshalle und da gibt's keinen Aufsteller, wo draufsteht, bitte postet eure Schnappschüsse zu Evas Beerdigung unter dem Hashtag Aussitz mit der Eva. Wenn du auf Beerdigungen einen richtigen Verwandtschaftsgrad zu der gestorbenen Person hast, dann musst du nichts schenken und kriegst trotzdem was zum Essen. Und außerdem bin ich noch nie von einer Beerdigung heimgekommen und habe brechen müssen. Das ist mir auf Hochzeiten schon total oft passiert. Ich glaube, dass das an der hässlichen Musik von Hochzeiten liegt. Ja, immer dieses Gewinsel von Ed Sheeran oder dieses hässliche Lied von Drei Nüsse für Aschenbrödel. Halt mich. Überhaupt ist die Musik auf Hochzeiten oft sehr traurig. I will always love you, ein Lied über tragische Trennung. Oder Halleluja. Habt ihr da einen Text schon mal übersetzt? Das Lied ist unfassbar traurig. Wobei ich verstehe, dass da bei deiner Hochzeit noch was Traurigem ist.
Erst hast du monatelang den Stress deines Lebens, dann ist der Tag auf gefühlte 2 Sekunden vorbei und danach in der Hochzeitsnacht schlaft dann zur Belohnung die Liebe deines Lebens am Fußboden ein. Und was mich am meisten ärgert ist, dass ich meinen Mann damals nicht gefragt habe, ob er nicht vielleicht besoffen ist. Merci, servus. Eva Karl Feichermeier.